Und mit diesem Zeitsprung begrüße ich euch ganz herzlich zurück zu The Legend, ja, zu The Legend of Zelda, nein, zu Animal Crossing New Horizons. Wir hechten ganz schnell in die Schneiderei, denn die hätte in weniger als einer Minute zugemacht. Und ohne maßgeschneiderte Mode wollen wir diese Folge natürlich nicht begehen. Puh. So, erstmal durchatmen, wir haben es geschafft, denn die beiden Damen haben ja genug Anstand, uns nicht rauszuwerfen und auch mal 5 oder 10 Minuten Überstunden zu machen. So. Hier sagt mir erstmal nichts zu, höchstens die Clownsnase. Eine Clownsnase, natürlich, die brauchen wir. Das ist klar. Ach, meine Taschen sind voll. Ja, das könnte zum Problem werden. Denn ich fürchte, das Golderz kann ich leider nicht essen. Und die Waage kann ich mir nicht anziehen, ebenso wenig wie den anderen Plunder. Und somit fürchte ich fast, war meine Eile, die könnte ich anziehen. Sehr schön. Einen Slot haben wir frei. Immerhin. Okay. Dann gehen wir rein. Aber nein, hier kann ich ja mehr kaufen, weil die aktuelle Kleidung ja ins Lager gesandt wird. Das ist ja der Vorteil dieser Geschichte. Die finde ich hübsch. Das Fischerhemd könnten wir uns als Gag eventuell auch kaufen. Nee. Das alles sagt mir nicht so zu. Einen Schlafanzug brauchen wir nicht, schließlich schlafen wir ja nicht. Die hätte ich schon mal gerne. Die Schmetterlingsbrille gefällt mir nicht so, die auch nicht so. Nein, nein. Die sind ganz nett, muss ich sagen. Rot oder blau? Oder weiß sogar? Nee, lieber farbig, weil weiße Schuhe in diesem Spiel fallen wirklich nicht so auf. An meinen kleinen Füßchen, die müssen schon farbig sein. Oh, die sind ja auch schön. Aber da gefallen mir... Ah doch, da gibt es auch noch andere Farben. Die sind nicht schlecht. Ja, das könnte man schon machen. Und dazu die Jacke, weil die finde ich wirklich sehr, sehr nett. So, habe ich rechts alles gesehen. Ja, meinen Heiligenschein. Die DJ-Kappe ist auch relativ interessant mit dem Play-Symbol, aber nein. Nein, die brauchen wir nicht. So, und dann sollten wir es haben. Ja, das kaufen wir. Ja, müssen wir. Anders geht's gar nicht. So, dankeschön. Gut. Dann sagen wir Sina wenigstens noch guten Abend. Es freut mich ja sehr, dass du ein so treuer Kunde bist, aber ich habe noch eine Unmenge Arbeit zu erledigen. Vielen Dank für dein Verständnis. Ja, ja, schon gut. Wie schon gesagt, es ist nett von dir vorbeizuschauen, aber ich habe Unmengen von Arbeit zu erledigen. Okay, dann wollen wir nicht länger stören. Verzeihung. Und lassen euch beide jetzt nun endlich Feierabend machen. Ihr habt's euch redlich verdient. So, nach der anfänglichen Eile starten wir jetzt aber in den ruhigen Abend. So, die Flaschenpost, die müssen wir auf jeden Fall auch mal aufheben. Die ganze Zeit hatten wir ja keinen Platz für sie. So, was hat man uns mitgeteilt? Hallo, Unbekannter. Gestern war ich spazieren. Da ist mir eine knuffige Idee für eine Bastelanleitung gekommen. Ich wollte die unbedingt jemandem zeigen. Du kannst sie auch weitergeben. Guido, Bastelprofi. Ein Goldskarabäus. Okay. Fängt man den nicht eigentlich?
Ja, finde ich gut. Wir dürfen anscheinend jetzt unsere eigenen Insekten basteln. Das können wir gerne so weitermachen. Dann baue ich mir hier meinen Atlasspinner einfach selbst zusammen. Die Nora versinkt in Bewunderung für den Baum. Ja, drei Kuppeln hat er. Und Euphemia ist auch da. Ui, die habe ich aber versehentlich geschubst. Verzeih mir, Teuerste. Uhu, schönen guten Abend. Sind die Sterne nicht wieder ein Gedicht? Uhu, fast vergessen. Ich habe mir die Tage eine Anleitung für ein tolles Astronomieprojekt rausgeschrieben. Darf ich sie dir vielleicht geben? Womöglich baust du es ja und sagst mir dann vielleicht Bescheid und, Hatte ich Platz? Okay, anscheinend hatte ich Platz. Finde ich gut. Na, ich wünsche dir auf jeden Fall ganz viel Spaß noch diese Nacht, so wie ich ihn haben werde. Danke dir. Ach so, natürlich, weil ich die gelernt habe, ist sie verschwunden. Macht Sinn. Eine Raumsonde. Oh. Klingt sehr interessant. Aber ich denke, hier werden wieder Gottestränen vonnöten sein, um die zu bauen. Mal schauen. Mini-Werkbank. Ah, das sind die ganzen Sachen aus den Anleitungssets, die wir gekauft haben. Oh, die sehen aber sehr nett aus. Gerade das Waschbecken, der Schaukelstuhl. Eine Wandlampe, ein Spülschrank. Der Ofen ist ja nett. Und die Holzblocktrommel, ein Ringwurfspiel. Sehr nett. Und das ist der Goldskarabäus. Für den brauchen wir 3 Golderze. Ein luxuriöser Einrichtungsgegenstand. Und da ist die Raumsonde. 10 Sternensplitter braucht man dafür. Also lag ich mit Gottestränen doch gar nicht so weit daneben. Wann haben wir das denn bekommen? Interessant, das war wohl auch in irgendeinem Set dabei. Ah, der ist schon schick, muss ich sagen. Also der versprüht eine luxuriöse Atmosphäre. Und wir könnten ihn bauen. Wir haben 3 Golderze. Wollen wir das wirklich machen? Wie groß ist der denn? 1x1, ja. Da steht er immer so schön dabei, aber man kann sich's einfach schwer vorstellen. Die Ute hat sich eine Brille aufgesetzt. Ach, wie oft sich unsere Wege heute wohl noch kreuzen werden, Daniel. Wie ich sehe, hat dein Haus 2 Räume. Da bieten sich ja ungeahnte Möglichkeiten. Darf ich neugierig sein? Was machst du mit dem 2. Raum? Ein Bad? Eine Küche? Ein Schlafzimmer? Natürlich, ein Aufbewahrungsraum für deine Designerschuhe. Und dafür würde ich zumindest meinen Raum nutzen. Ja, das ist eine gute Frage, was ich final mit dem mache. Habe ich noch gar nicht so entschieden, Ute. Schubert ist noch da, da habe ich allerdings gerade keinen Bedarf. So. In dieser Folge müssen wir das Projekt Stadtverschönerung definitiv ein wenig in Angriff nehmen, aber erstmal brauchen wir Platz, um überhaupt irgendwas bewerkstelligen zu können. Na, Euphemia, was hast du denn gesehen? Ein UFO. Ja, anscheinend, sie darf uns nichts Genaueres mitteilen. Sonst stehen Regierungsbehörden auf der Matte, die natürlich alle von Tom Nook geleitet werden. Und der wiederum ist nur eine Marionette von Bill Gates. Das weiß ja nun jeder. So, Eugen, ich hoffe, du bist wenigstens neutral und noch nicht fremdgesteuert. Na, sieh mal eine an. Den Marienkäfer haben wir schon mal gespendet. Ich war mir nicht sicher. Dann gibt's eben nur eine Saugbarbe für dich. Dann tu das gerne. Saugbarben sind bekannt dafür, bei einer bestimmten Hautpflegemethode Anwendung zu finden. Ah, das sind diese Fische. Ja, das habe ich schon öfters gesehen. Und dies wohl schon seit sehr langer Zeit. Also ich persönlich könnte mich ja nicht dazu durchringen. Denn sie fressen dabei tote Hautzellen mit ihren zahnlosen Mäulern. Da wird einem ja ganz anders. Ich will nicht mehr drüber reden. Puh.
Ja, da kann ich Eugens Abneigung verstehen. Ich glaube, das würde ich auch nicht machen. Viele Leute schwören ja darauf. Und anscheinend tut's auch nicht weh, aber... Nee. Meine toten Hautschuppen gehören mir und mir alleine. Oder so. So, dann verkaufen wir den Rest vom Schützenfest. Schließlich müssen wir irgendwann ja auch mal den aktuellen Kredit abbezahlen, um einen neuen Lagerplatz zu bekommen und natürlich auch so nebenbei den Nebenraum vergrößern zu können, nehme ich mal an. Also ich denke, das wird der nächste Schritt sein. Es liegt nah. Haben wir schon mal eine Kugelassel gespendet? Anscheinend ja schon. Das hat mich gewundert. Gefühlt habe ich zum ersten Mal eine gefangen. Scheint also länger zurückzuliegen. Wir könnten ein bisschen Eisenerz zumindest verkaufen. Und das eigentlich auch. Dann ist es aus dem Weg. Nee. Das will ich doch nicht verkaufen. Immerhin etwas. Okay, dann können wir noch Früchte sammeln und verkaufen, damit wir ganz langsam, mühsam, wie sich das Eichhörnchen ernährt, den Kredit abstottern können. Daran müssen wir jetzt gemächlich, aber stetig arbeiten. Ich habe ja auch noch ein Zypressenbad im Inventar rumfliegen. Das müssen wir natürlich auch mal platzieren. Aber da wüsste ich wirklich nicht, wo. Ich weiß nicht. Ich mache mir natürlich permanent Gedanken darüber, wie ich die Insel gestalten möchte. Und womit auch. Aber ich weiß auch nicht. Ich habe irgendwie gar keinen Platz. Alles ist bewohnt. Und ein paar Bäume brauche ich doch auch noch. Ich weiß nicht, bei den anderen Inselbesitzern ist immer so viel Platz. Die haben irgendwie eine gefühlt viel, 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 viel größere Insel. Wir werden sehen, was aus diesem Eiland wird. Aber die Raumsonde hätte ich schon ganz gerne. Und ich überlege die ganze Zeit noch, und ich schäme mich ja fast ein bisschen dafür, ob ich den Goldskarabäus baue. Ich weiß es nicht. Soll ich es tun? Schick wäre es schon, aber... Ich meine... Eigentlich... müsste ich ja das Geld nehmen, was ich für die Erze bekommen könnte. Für den Kredit, aber das wäre natürlich eine Mega-Sünde. Noch sündiger ging's eigentlich kaum noch. Wir werden sehen. So, zum Spaß an der Freude versuchen wir, diesen Herren dran zu bekommen. Den Herrn Seebarsch, dessen Flosse gerade tief durch den Sand gezogen wurde. Oh, ob das so angenehm ist, ich bin mir da nicht so sicher. Und einen Leuchtturm brauchen wir, das ist wohl klar. Da bin ich aber auch noch nicht so ganz sicher. Wow, das war dreist. An welchen Strandabschnitt er kommt, eventuell hier hin oder an den Hauptstrand, aber... Ja doch, ich glaube, der Leuchtturm
kommt dann, wenn es soweit ist, an den Hauptstrand. Schließlich wollen wir irgendwann mal runter von der lausigen Ein-Sterne-Bewertung, aber wir müssen ja weiterhin Bewohner anlocken. Oder ist das nicht mehr aktuell? Doch, wir müssen weiter Grundstücke ausweisen, um neue Nachbarn auf die Insel zu holen. Aber ich finde, langsam wird es ein bisschen voll hier, muss ich sagen. Also einen Bewohner können wir noch unterbringen, aber dann müssen wir anfangen, die Häuser zu stapeln. Dann müssen wir Hochhäuser bauen. Und dann irgendwann Sozialbauten. Wenn das so weitergeht mit Tom Nooks wahnsinniger Expansion hier, dann haben wir irgendwann so viele Einwohner wie Hessen auf diesem kleinen Inselchen. Mit 100-stöckigen Hochhäusern. Ach, das wird nett. Ich glaube, das sind Toms geheime Fantasien. Wie die Leute untergebracht sind, ist dem ja egal. Es geht nur um die Masse. Mehr potenzielle Kunden. Mehr Kreaturen, die man von sich abhängig machen kann. Mehr Seelen zu fangen. Mehr Leute, die einen Kredit aufnehmen könnten. Die Wirtschaft ankurbeln, Sachen kaufen. Ah, wundervoll. Materielle Bedürfnisse haben. Ja, ich glaube, davon träumt er nachts und tagsüber. Ja, ja, der Tom. Irgendwie die Karauschen machen manchmal auch Pause. Jetzt haben wir eine Zeit lang praktisch keine mehr geangelt. Wobei, ich war auch grundsätzlich länger schon nicht mehr am Fluss angeln. Vielleicht liegt es auch daran. Aber auch wenn ich intensiver hier geangelt habe, dann gibt es entweder fast nur Karauschen oder gar keine. Ein Mittelding ist denen fremd. Die müssen halt wahrscheinlich auch mal eine Laichzeit abhalten oder so. Der war ganz schön frech. Der hat mich sehr gereizt. Oh ja, ein Stein. Der freche Stein mit seinen provokanten Rundungen. Wow, das nenne ich mal eine Punktlandung. Es schadet nicht. Auch die bringen uns ja ein bisschen Geld ein, wenn es auch kein Vermögen ist. So, der Schubert hat die Socken ausgebürstet oder so. So, nun, wo war ich? Verkaufen. Und irgendwas wollte ich doch noch. Ach so, zum Tom grundsätzlich, genau. Das hätte ich eigentlich erst nach dem Verkauf tun sollen, denn ich wollte mal in den Katalog gucken. Na, dann machen wir das schnell. Inventarplatz brauchen wir dafür ja nicht. Und gute Güte, haben wir viele Nookmeilen. Ich beschwere mich nicht, keineswegs. Ich bemerke es nur. Nee. KK mit Gefühl. Kann man schon machen. Es gibt immer noch die Muttertagstasse, obwohl der Muttertag ja schon vorüber ist. Bis zum 31. gibt's die. Wir haben uns ja schon eine gesichert. Als Andenken. Lehm hätten wir hier. Wollen wir mal mit Tom sprechen? Sehr schön. Jetzt kommt die
mit heißem Kaffee gefüllte Tasse erstmal in die Hosentasche, natürlich. Ja, was soll ich eigentlich tun? Projekt K geht in die heiße Phase. Alles muss stimmen, damit KK sich zu einem Konzert hier blicken lässt. Wenn unser Insel-Image erstmal entsprechend glänzt und die Leute sich von uns erzählen, dann kontaktiere ich sofort KK und unterbreite ihm meinen goldenen Konzertvorschlag. Naja, das heißt, sein Management, also seine Privatnummer, konnte ich leider immer noch nicht rausfinden, obwohl ich ihn rund um die Uhr observiere. Falls du noch nicht sicher bist, wie wir das mit der Image-Aktion anstellen sollen, fragt Melinda. Ach, und fang lieber schon mal an, ein paar KK-Songtexte zum Mitsingen zu lernen. Das machen wir. Okay, damit ist diese Phase von Project K also abgeschlossen. Und wir müssen das Stadtbild verbessern, um das Image aufzupolieren. Aber Melinda sagt doch immer, dass die Daten stichhaltiger wären, wenn wir mehr Einwohner hätten. Also ist das anscheinend doch noch eine Aufgabe von uns. Haben sich eigentlich die Öffnungszeiten geändert? Ich denke mal nicht. Wenn, dann hätten sie es uns sicherlich mitgeteilt. Schade. 1-2 Stündchen länger in den Abend hinein hätten mir persönlich jetzt nicht wehgetan, aber gut. Na, wir haben aber ganz schön Birnen zusammengekratzt. Ja, nehme ich gerne mit. Wie viel ist eigentlich zum Spaß an der Freude so ein Aziza-Coupon wert? Das würde ich auch einfach gerne mal wissen. Für die Wissenschaft nur. Na, 100 Sterne ist nee. Dafür spare ich sie lieber. Und tausche sie dann bei Aziza ein. Das lohnt sich ja bei euch eher weniger. Hier brauchten wir nichts. Wir sind fertig. Ja. So. Die Euphemia macht einen Strandspaziergang. Oh, die Nora haben wir geschubst. Wir sind aber auch wirklich schlimme Finger, muss man einfach so sagen. Dann schauen wir uns die Mahnungen an. Ah nein, von der ADSH, Rang A. 33.666. Das ist natürlich schon eine kleine Botschaft. Du hast bei der Dekorierung deiner Wände ein gutes Händchen bewiesen. Bleib nur zu hoffen, dass dir das Geschenk gefällt und du dein Haus weiter verschönerst. Nee, das lassen wir erstmal im Briefkasten. Wow, Daniel, danke für dein mega Geburtstagsgeschenk. Das kam so unerwartet. Anbei ein kleines Dankeschön für dich, weil mich das so umgehauen hat. Auf die gute Art. Viel Spaß damit. Bis später mal, Mimi. Sehr süß. Dann geht's weiter mit dem Projekt Stadtverschönerung. Also schauen wir mal, was wir grundsätzlich machen könnten. Nee, gibt's dafür einen extra Punkt? Anscheinend nicht für diese großen Projekte. Zum Beispiel Leuchttürme oder ähnliches oder den riesen Killer-Roboter. Den haben wir ja auch schon. Fix und fertig, genau. Also wenn wir den haben, mache ich 7 Kreuze. Aber die Raumsonde, die hätte ich auch sehr gerne, muss ich sagen. Und die ist erstmal in greifbarer Nähe. Dafür müssen wir nur weiter fleißig Sternensplitter sammeln. 10 Stück, naja, das dauert schon. Jetzt ist irgendwie auch die Sternschnuppenzeit anscheinend erstmal beendet. Jedenfalls
ist schon Ewigkeiten keine mehr vorbeigeflogen. Und so wird das natürlich schwierig mit den Teilen. Habe ich den Leuchtturm schon gekauft? Das wäre nett zu wissen und vor allem wäre es nett zu wissen, unter welchem Punkt die geführt werden. Ach so, Einrichtungen, okay. Aber den habe ich anscheinend noch nicht gekauft, okay. Eventuell könnten wir das Brettspiel, das könnten wir doch vor den Campingplatz stellen. So als ob die Camper eben sich die Zeit ein wenig vertrieben hätten mit einem Gesellschaftsspiel. Das könnten wir machen, dann ist es aus dem Weg und ich stolper nicht weiter drüber, weil es langsam wirklich unangenehm wird. Und ich finde, es passt da eigentlich recht gut hin. Deswegen, auf geht's. Ein Ballon. Mein großer Onkel lässt mir leider keine Ruhe. Da muss ich hin. So, wo ist er? Da. Nein, weg da. Wunderbar. Das könnte sogar wieder ein 10.000er sein und es ist ein 10.000er. Na, wollen wir den uns aufbewahren bis morgen, bis es das nächste Geldloch gibt? Ja, das tun wir. Das werden wir. Aber zurück zu unserer Mission. Erstmal. Dann müssen wir der Sabine mal guten Abend sagen. Aber wenigstens hat sie den Alkohol erstmal beiseite gelegt. So, und da fände ich es ganz nett, wenn wir den ein bisschen dekorieren würden. Ein bisschen einladender gestalten. Müsste man ihn. Oh, na toll. Schön wäre es natürlich, wenn ich das Brettspiel da an die Ecke stellen könnte. Oder ein bisschen näher da rein. Aber das geht nicht. Da bräuchte ich jetzt den Move Objects On Cheat. Den gibt es aber nur in die Sims. Zu blöd. Dann müssen wir auch ohne auskommen. Aber so langsam, gerade wenn ich im Haus bin, kommt wirklich die Sims-Feeling auf. Ich habe persönlich nichts dagegen. Genau, und eventuell den Campingtisch. Wie sieht der aus? Wenn er gut aussieht, passt er natürlich perfekt dahin. Ja, ich weiß nicht. Haben wir einen vernünftigen, größeren Holztisch? Denn da würde ich eher solche Holzaußenmöbel hinstellen. Nee und nee. Den halt höchstens. Nee, wir haben... Ich hätte gern sowas in dunklem Holz, aber größer. Holztischchen und der Bauklotztisch. Weichholz und ein Bauklotzset. Den haben wir doch auch schon mal gebaut für irgendwen. Der ist dann doppelt so groß wie das Tischchen. Ja, aber das sieht nicht so Campingplatzmäßig aus. Wir haben einfach nicht die richtigen Möbel. Ich kann es nur wiederholen. Und ein Lagerfeuer brauchen wir noch. Da können wir eigentlich auch das bereits vorhandene holen. Aber so nackt und karg können wir den da unmöglich stehen lassen. Das geht gar nicht.
Aber eigentlich würde ich das Zypressenbad schon ganz gerne platzieren. Aber wo nur? Die Nähmaschine brauchen wir erstmal nicht. Wo kann die hin? Wo kann es hin? Den Grill könnten wir theoretisch auch noch vor den Campingplatz. Der würde dann natürlich auch ganz ausgezeichnet hinpassen. Sie läuft durch die Blumen. Nee, das darf nur ich, Teuerste. Ah, die Gießkanne wollte ich ja auch noch kaufen. Na, dann machen wir das doch noch. Es fehlt uns einfach noch an hübschen, passenden Bauanleitungen, finde ich. Die werden wir halt hoffentlich im Laufe der Zeit finden und geschenkt bekommen. Aber da sind mir erstmal die Hände gebunden. Nee, dann dürft ihr mir nichts mehr andrehen. Wir müssen aber auch mal unsere Blumen und Hecken verpflanzen. Das ist auf jeden Fall auch noch geplant. Zum Beispiel könnten wir das doch hier, das Beet, das könnten wir doch wunderbar irgendwie entweder mit einem Zaun oder mit Hecken abgrenzen. Das finde ich zum Beispiel recht nett. Das könnte man durchaus machen. Denn hier möchte ich eventuell noch einen Weg aus Hecken hinbauen. Oh ja, das können wir auch tun. Durchaus. Na, da gehen wir doch nochmal ins Rathaus und kaufen noch die ein oder andere Anleitung. Wir haben ja genug Meilen. Mal sehen, vielleicht gibt es ja sogar Neues. Nukfon, nein. Stacheldrahtzaun. Den bauen wir um Noras Haus, ganz klar. Die ist tatsächlich recht hübsch. Nee. Eventuell Wellenbrecher, ja, für den Strand. Aber nicht für den Hauptstrand, sondern für so einen Nebenstrand. Weltwegweiser. Der ist auch nicht so hässlich. Den könnte man auch mal kaufen. Aber ich möchte gern mal wissen, wo ich die ganzen Meilen her habe. Weil das sich ja nicht von alleine claimt, was wir erreicht haben. Der ist eben riesig. Bestimmt. Aber grundsätzlich hätte ich den schon gerne. Das sind dann jetzt Fertigprodukte. Wo ist denn dieser Leuchtturm? Da, aber in Schwarz-Weiß, ich hätte ihn lieber in Rot-Weiß gehabt, offen gestanden. Die Monsterfigur, aus Interesse würde ich sie ja gerne kaufen, aber möchte ich wissen, was man für die braucht? Ich glaube echt nicht. Die Augen sind schon mal Sternteile und das Feuer wird dann durch einen Knochen von Hephaistos selber erzeugt. Ich glaub's wirklich.
Ein Fußballtor könnten wir vor Rudis Haus platzieren. Oder einfach in der Nähe. Den Zuckerwattestand, den hätte ich gerne. Den Sandkasten, der ist ja wohl am leichtesten unterzubringen. Entweder wir stellen ihn auf den Strand oder aber auch neben den Campingplatz, aber eher an den Strand. Das Fußballtor möchte ich aber auch schon mal kaufen. Das kommt in Rudis Nähe. Ja, da sind wir die Punkte aber auch ganz schön schnell losgeworden, muss man sagen. Dann Melinda, hat sie schon was getan an unserer Bewertung? Musstest du den Hatern den einen Stern jetzt noch rausgeben am Ende? Das Inselimage. Ja, auf jeden Fall. Ja, wow. Und ich habe schon wieder total viele Drohbriefe bekommen. Jetzt mach doch endlich mal was. Ich habe schon länger ein Auge auf diese Insel. Die kennt fast keiner. Hoffe, die wird nie zu bekannt. Wir brauchen wirklich dringend mehr Einwohner, damit sich unser Ruf etwas rumspricht. Okay, ja, okay. Gut verstanden. Das ist also weiterhin ein Projekt. Ist in Ordnung. Dann würde ich sagen, reservieren wir gleich das nächste Grundstück und stellen unsere eigenen Bedürfnisse zurück. Denn dafür müssen wir wieder 10.000 Sternis opfern. Aber für die Insel tut man das doch gerne. Also Tom, wir investieren in die Infrastruktur. Grundstücksverkauf. Eine Brücke möchte ich dann auch gerne noch schlagen. Und zwar da vor dem Wasserfall. Aber erstmal kaufen wir ein Grundstück. Oh, du willst also ein Grundstück für ein neues Eigenheim aussuchen? Ganz vorzüglich. Ja, das machen wir. Die müssen wir auch noch feiern. Wie teuer ist denn eine Brücke? Nanu, mehr Infos gefällig zu Brücken und Aufgängen? Da helfe ich doch gerne. Ein wundervolles Timing. Wieso? Na, dank unserem Fashion neuen Center können wir nun einen sagenhaften neuen Service anbieten. Unsere werte Kundschaft kann nun größere Strukturen auf der Insel bauen. Brücken, Aufgänge, juhu! So ein Bauprojektchen geht natürlich nicht zu bescheiden ins Geld, versteht sich. Doch da hilft die Gemeinschaft. Es kann nämlich jeder spenden, um Projekten zu helfen. Und deshalb kann man solche Sachen durchaus konkret planen, ohne gleich Sternenmillionär zu sein. Wohlgemerkt, es kann sich stets nur je eine Brücke sowie ein Aufgang aktuell in Planung befinden. Daher überleg dir brav, was wohin soll und sprich mich dann einfach an, okay? Gut. Brücke bauen. Oho, eine neue Brücke schwebt dir also vor, wie? Sehr schön. Ja, wer will schon nasse Pfoten? Dann wirf doch mal einen Blick in unseren Katalog und such dir ein schönes Modell aus. Ach so. Ja, die sind durchaus nett. Aber natürlich auch nicht billig. Aber die muss ich nicht alleine bezahlen. Zumindest die Jour auf dem Papier nicht. De facto in der Wirklichkeit muss ich die natürlich alleine bezahlen. Mühevoll abstottern wie den Kredit. Es gibt sie also doch wieder, die Spendenprojekte, an denen sich die Bewohner exakt null beteiligen. Für gewöhnlich. Ich muss sagen, eigentlich gefällt mir die tatsächlich im Moment noch ganz gut. Ja. Eine Baumstammbrücke. Das wäre der Wunschmodell, ja? Ganz sicher? Eigentlich schon. Es gefällt mir so am besten. Vortrefflich. Dann bräuchten wir nur noch den geeigneten Brückenbauplatz. Das machst du am besten selbst. Und zwar mit einem praktischen Brückenplanungskit von mir. Ich habe es bereits in der Tasche gezaubert. Toll, oder? Markier doch bitte die gewünschte Stelle.
Benutze mein Kit an einem Fluss, dann kannst du dir deine neue Brücke bildlich vorstellen. Da bin ich ganz sicher. Okay. Dann würde ich sagen, die Anleitungen lernen wir einmal. Beziehungsweise nur den Brunnen habe ich ja als Anleitung gekauft, den Rest ja als fertiges Item. Nicht wahr? Wo genau ist denn jetzt zum Beispiel... Ist das schon drin aus irgendwelchen Gründen? Wo ist denn zum Beispiel mein Tor? Habe ich was verpasst? Wo ist mein Fußballtor zum Beispiel? Das habe ich doch gekauft. Und im Inventar ist es nicht, oder? Zypressenbad? Campingtisch? Nein. Wird mir das geliefert in den Briefkasten? Ja, stimmt, es wird doch geliefert. Und zwar morgen. Stimmt, stimmt. Ich habe den Herrn Nuck schon des Betrugs verdächtigt, aber nein. Ohne Recht. Womit? Jedenfalls nicht mit Recht. So, nein, stopp, wir müssen erstmal Licht anmachen. Hier wollte ich nämlich den Zuckerwattestand rausholen, den wir vor längerer Zeit eingemottet haben. Und den Picknickkorb, na, wo der hinkommt, ist, glaube ich, auch sonnenklar, wobei... mir da auch wieder zwei Orte einfallen würden. Entweder wir machen ein Strandpicknick draus oder aber ein Picknick am Campingplatz. Den Zuckerwattenstand habe ich also auch irgendwo mal abgeworfen. Wahrscheinlich hier. Regiestuhl, nein. Gartenzwerg, Kerze, Mixer, Kerze. Wie viele Kerzen habe ich denn da? Ah ne, Flaschenschiff. Gartenzwerg. Vielleicht was? Okay, habe ich mehrere Gartenzwerge? Das alles war mir recht neu. Sternschnuppen können so... Ja, ich dachte, du wolltest mir irgendetwas furchtbar Wichtiges mitteilen. Weil deine Augen so geweitet und funkelnd waren. So, also. Den müssen wir auf jeden Fall aufräumen, den Strand. Das ist ganz unklar. Die Muscheln hebe ich mal auf. Wie gesagt, in der Hoffnung, dass mir irgendwann mal dämmert, was man damit machen kann. Also nicht mir, sondern meinem werten Herrn Charakter. Also, Strandpicknick oder Campingplatzpicknick? Aber am Campingplatz haben wir schon so viel, da müssen wir definitiv auch nochmal hier am Strand was platzieren. Und zwar wirklich hier vorne, wo auch die Bewohner wohnen. Ja, dann machen wir das so, aber vielleicht nicht dahin. Wir müssen ja auch noch ungestört fischen können. Also vielleicht wirklich dahin. So. Es gibt erstmal ein Strandpicknick. So, da müssen wir irgendwelche Sitzkissen noch auftreiben mit der Zeit. Erstmal müssen die Picknick-Abhaltenden hier im Sand knien. Ist ja auch nicht schlimm, aber auf Dauer unbequem. Deswegen müssen wir da noch Sitzgelegenheiten beschaffen oder wir bauen hier sogar... Stühle und Tische hin. Mir wäre aber eigentlich eine Picknickdecke lieber, falls es sowas gibt.
Das werden wir sehen mit der Zeit. Aber doch, langsam komme ich doch in die Stimmung der Inselgestaltung. Nur wo die Zuckerwattemaschine ist. Das wüsste ich doch sehr gerne. Die haben wir wohl irgendwo mal abgeworfen. Machst du gerade einen kleinen Spaziergang, Daniel? Und die Sabine hält wohl gerade eine kleine Brotzeit. Sehr schön. Die Brücke können wir noch platzieren. Ach, und Moment. Das Grundstück platzieren wir zuallererst noch. Das ist erstmal am wichtigsten. Aber Platz für das Fossil hier ist schon noch. Nee. Ja, das fangen wir mit dem Kescher. Sehr cool. Den haben wir schon. Ja, wir haben, glaube ich, alle bis auf den da oben. Da kann aber eigentlich nichts drin sein, bis auf normales Material eben, weil wir den Geldstein schon haben. Und so stellt sich nun mal wieder die Frage. Die quälende Frage. Wo soll das Haus hin? Ach, schön. Wir sehen zum ersten Mal einen Bewohner essen, fällt mir gerade so auf. Oh, da kommt mir ein Meme in den Sinn. Aber das ist eine andere Geschichte. Zurück zum Grundstücks. Zur Grundstücksplatzierung. Da haben wir schon unsere Siedlung. Wollen wir vielleicht hier an den Strand das Haus bauen? Aber da würde ich gern was anderes hinbauen. Wer weiß, was wir noch alle so freischalten werden. Eventuell hierhin. Oder doch auf die andere Seite. Aber ich kann es gar nicht oft genug sagen. Die wollte ich mir eigentlich relativ frei halten. Naja. Dann ist aber die Gemeinschaft hier nicht mehr so alleine und isoliert. Dann würde ich das Haus aber wirklich... Ich will eigentlich keine Häuser mehr hier haben. Neue Bewohner schon, aber ohne neue Häuser. Können die nicht in bestehende Häuser einziehen, meine Güte. Die sollen sich nicht so anstellen. Die sollen zu Nora ziehen. Oh, Sternschnuppe, weg, 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 weg. Und... Oh, verpasst. Es hat noch geklappt. Wundervoll. Und die nächste. Sehr schön. Ich hatte um Sternschnuppen gebeten. Hab schon befürchtet, dass es keine mehr gibt. Dass dem All seine Geschosse ausgegangen sind. Aber ich habe mich zum Glück getäuscht. Dann müssen wir noch kräftig drücken. Wenn wir die alle bekommen würden, wären unsere Sternteilsorgen Vergangenheit, aber wir haben ja mittlerweile gelernt, dass man mitnichten für jede Sternschnuppe auch ein Sternteil bekommt, die man erwischt hat. So, das war's, glaube ich. Sobald ich den Blick abwende, geht's wieder los. Ich merk's schon. Na gut. Also bauen wir es hierhin. Nee, doch lieber hierhin. Da müssen so viele Bäume dran glauben. Das kann ich auch nicht ausstehen. Ach, Häuser stören einfach überall. Mal sehen. Müssen sie sterben? Ja, natürlich. Großflächig werden sie abgeholzt. Na, ganz klasse. Nee. Wenn das so ist, dann noch ein Stück nach links. So. Ein Stückchen weiter weg vom Strand. Ach ja. Hier müssten ein paar Sachen aus dem Weg geräumt werden. Ist das in Ordnung? Na, mal sehen. Was war das? Nur Bäume. Nicht, dass ich den Stein mit wegräume. Ja. Das kann man machen. Okay.
Dame steht fest, wo das Haus hinkommt. Neuanfänge sind immer so aufregend. Das stimmt wohl. Dann platzieren wir eventuell noch das Brückenkit schnell. Und zwar hierhin. Da kommt sie hin. Ah, direkt an den Wasserfall, würde ich sagen. Das fände ich gar nicht so schlecht. Auf der anderen Seite kommt der dann nicht mehr so zur Geltung. Nee, nee, doch nicht. Ich dachte, dass es vielleicht ganz cool ist, so den Wasserfall praktisch oder wirklich anfassen zu können, während man drüber läuft. Aber der Bereich ist so breit. Die Brücke ist doch total schmal. Das ist doch nur diese Baumstammbrücke. Was ist denn da so? Ja, mal sehen. Was ist denn da bitte so breit? Du gute Güte. Ja. So kann man das durchaus machen. Okay. Und da ist nun der allseits bekannte Spendengeoide. Hier wird eine Brücke gebaut. Auf zu neuen Ufern. Mein Nukfon klingelt. Oh, mein Herr, Meister und Gebieter ist am Apparat. Hallo, Daniel? Tom Nook hier. Ja, ja. Hast du eine gute Stelle für die Baumsteinbrücke gefunden? Die perfekte Stelle. Wunderbar. Dann wird an Ort und Stelle ab sofort der Gyroid Spenden für den Bau sammeln. Wenn jeder Einwohner einen kleinen Beitrag leistet, kann der Bau im Handumdrehen beginnen. Und ich glaube, die Bewohner werden sehr freigebig sein. Ich meine, guck dir den kleinen Kerl doch mal an. Der schreit doch förmlich. Eine Spende für die Armen? Also, es wäre natürlich schön, wenn du selbst mit gutem Beispiel vorangehst, Daniel. Sonst dauert das ewig. Glaub mir, ich habe Erfahrung damit gesammelt in New Leaf. Der Gyroid freut sich jedenfalls über jeden einzelnen gespendeten Sterni. Dann bis bald. Oh weh, oh weh. Das niedliche Aussehen des Gyroiden wird missbraucht. Guten Abend. Im Moment nehme ich Spenden für eine Baumsteinbrücke entgegen. Unser Ziel sind 98.000 Sternis. Bis jetzt haben wir 0 Sternis. Uns fehlt also noch die Summe von... Ja, ja. Mhm. Jeder Sterni hilft. Als würden wir hierfür eine Verbesserung der Lebenssituation von Kindern in Lesotho kämpfen. Fast. Fast so wohltätig. Oder so. Oder so ähnlich. Nun gut, ihr Lieben. Dann soll es das für diese Folge gewesen sein. Danke, dass ihr wieder mit dabei wart. Und bis zum nächsten Mal. Tschüss.